Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 28 von Simotrans mit dem Comic Pack. Und das Comic Pack ist die 0.6, weil die neu war, habe ich geupdatet. Nightlies habe ich leider nicht gefunden. Es gibt da zurzeit auf der Update-Seite für den Nightlies leider keine für Linux. Und naja, da habe ich jetzt nichts gemacht. Aber wir hatten noch einen Kommentar vom Nils. Ich weiß gar nicht, wie er weiter hieß. Nils, da war noch was hinter mit irgendwelchen Buchstaben und so. Ist aber nicht schlimm. Der muss wohl mit dem Comic Pack in Verbindung sein, dass er vielleicht Entwickler ist oder sowas. Weiß ich nicht genau. Aber der hat mir gesagt, hier, du hast zu wenig Kapazität, Lagerkapazität auf dem Bahnhof gehabt und deswegen funktioniert das nicht. Ich habe jetzt mal schon hier weitere Teile gebaut hier, dass da jetzt nicht mehr so wenig sind, sondern jetzt mal hier 601 Leute stehen können, die sind jetzt noch nicht da. Das würde bedeuten, als nächstes, wenn der Zug kommt, muss es voll sein, ne? Das wollen wir gleich nach dem Intro uns angucken. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass hier ein Zug kommt. Ich mache mal schneller einfach, irgendwann wird er hier auftauchen. Ich will hoffen, dass er nicht auf der anderen Seite der Welt gerade ist. Da ist er. Da kommt er, wir haben ihn hier und jetzt müssen wir gucken, dass da 111 Leute vom Mettmann rein wollen zum Erlkönig, ne? 28 sind ja schon drin. Er ist nicht voll, es steigen auch welche aus, 5 und 3. Also muss das jetzt gleich klappen, oder? Nehmen wir mal die Pfeiltasten und nicht WASD, dann klappt das auch mit Nachbarn, ne? So, er hält jetzt hier an. Alle steigen aus und alle steigen ein. Also das stimmt schon mal, was da gerade passiert ist. Ja, das ist dann so eine Frage. Ja, dann würde das bedeuten, ich muss jetzt alles gucken, dass ich überall immer die Kapazität der Bahnhöfe im Kopf auch habe und schaue, ob das passt. Entschuldigung. Ja, ist halt so, ne? Gut, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Schön wäre es gewesen, wenn die gar nicht auf den Bahnsteig draufkommen, sozusagen, weil zu viele da sind. Das ist halt nur die maximale Kapazität. Ich weiß nicht, wie wir warten, keine Ahnung. Irgendwie sagen wir mal 96 waren das und wir hatten hier schon mehr stehen. Das wäre das Problem, dass die da gar nicht stehen sollten. Dann wäre das natürlich sauber und ordentlich gemacht. Weil wahrscheinlich ist das ja das gleiche hier. Wir haben eine Kapazität auch tatsächlich von 153 und wir stehen 146. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt hier? Welcher Zug ist das? Mettmann Roßlau, der fährt also nach Norden. Der andere steht da oben. Müssen wir mal gucken, ne? ...148 sind das noch. Hier sind nur 15 eingestiegen. Jena, Weiterstadt, Zittau, Mettmann, Jena, über Weiterstadt, Burgundenstraße, Eislingen. Ist niemand da, der jetzt nach Norden sollte. Also das hat hier mit den 15 ist alles richtig. Aber jetzt stehen hier 162. Und das sind mehr als die 153 hier oben. Nächster Zug wartet hier auf Einfahrt, weil Gegenverkehr, ne? Ja, dann können wir den mal gerade aufrufen und schauen, ob der die alle mitnimmt. Aber der fährt natürlich nach... Nee, der fährt nicht nach Jena weiter, oder doch? Nee. Aber hier muss noch einer nach Jena noch sein, oder? Ja, der fährt ja nach Zittau oder weiter runter. Ich weiß gar nicht, der muss auch nach Mettmann fahren. Da müssen wir mal gucken. Dafür haben wir auch hier zwei Bahnsteige, deswegen bestimmt. So, jetzt kommt der. Gut, noch ein Stück vorgespult. Er hat 111, wie gesagt, hier stehen 163, sind zu viele, das heißt, eigentlich dürften die hier nicht alle sein und das heißt, jetzt könnte es hier ein Problem mit dem Umsteigen geben. Alle steigen aus, das ist richtig, und wie viele steigen ein? 111, also der ist doch voll. Und nach Öhr wollen noch welche, das heißt, es stehen noch welche da. Das heißt, er konnte nicht alle mitnehmen, ne? Ist aber richtig alles, er ist noch voll. Obwohl hier die Kapazität nicht so hoch war. Naja, vielleicht stimmt's auch nicht. Vielleicht gibt es auch so einen kleinen Prozentsatz, ne, dass der da drüber sein darf, aber mehr auch nicht, weiß ich nicht. Aber da müssen wir das mehr beachten, dass wir jetzt unsere Bahnsteige definitiv immer größer haben. Das heißt, hier ist schon Ausbauen angesagt, ne? Aber das können wir ja auch machen, das ist ja auch gar kein Ding. So, wir haben ja wahrscheinlich den mit 32 gebaut und bauen jetzt den mit 96 dann aus. Der hätte sogar, nee, das Post. Das bedeutet zack, 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 zack. Einmal bitte die Lupe zum Gucken jetzt. Wie viel Platz ist jetzt hier? 409, jetzt lassen wir das mal so.
Ja, das Management muss natürlich auch richtig laufen. Das heißt, wenn da so viele Leute warten, dann muss man ja eigentlich auch zusehen, dass genügend Züge fahren, damit nicht so lange gewartet wird. Na, ist aber so, ne? Dann schauen wir mal, was macht Zittau. Zittau fährt mit 12 Passagieren durch die Gegend. Also der Zug Zittau. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele stehen denn hier? 39, wir haben 153 Platz. Das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt müssen wir aber am Wasser gucken. Was ist hier das Problem? Hier warten 66 und es sind 160. Okay, eigentlich dürfte hier nicht das Problem sein, dass der keine mitnimmt. Weil das hatten wir, glaube ich, auch noch festgestellt, oder? Ja, dauert ewig, bis das Schifflein ankommt. So, er nimmt keinen mit. Was ist hier falsch? Das ist doch aber ein richtiges Schiff für Passagiere, ne? Das ist ja jetzt die erste Frage. Ja, Passagiere 16. Zwischen Arnwald. Das ist das. Also wir können ja hier definitiv das mal machen, ne? Eigentlich sollten die Schiffe da immer auf 100% warten, ne? Weil Schiffe fahren selten. Komm, machen wir auf der anderen Seite auch. So, und dann ist der, die Linie ist geklärt. Jetzt müssen wir mal im Fahrplan hier von dem Schiff gucken. Der fährt doch da, ja. Er wartet jetzt auf Mindestbeladung. Jetzt machen wir den aber nochmal so. Ah, das ist leider immer noch nicht so schön, dass das Klicken nicht da ist. Okay, er fährt jetzt wieder zurück. Was hat er jetzt für einen Plan? Er hat auch Mindestbeladung, 100%. Gut, aber hier stehen jetzt nicht so, doch 16 wäre ja Mindestbeladung, 100%. Das ist, geht ja, aber dann ja, hier sind die 66. Das ist nur die Frage, warum gehen wir hier mit? Vielleicht zwischen an Rackwitzer Straße? Doch, es muss ja eine Linie sein, sonst würden die da nicht stehen und dahin fahren wollen. Das ist der. Ich glaube, den haben wir jetzt noch nicht offen, oder? Nee. So, einmal schneller. So, jetzt kommen die an. Er als erstes und müsste jetzt laden. Er wartet jetzt, aber er lädt nicht. Und er wartet auch und lädt nicht. Weißt du, was noch sein kann? Kann das sein, dass dieser hier, kann ich die auch irgendwie sehen, die Fläche? Nee. Kann das sein, dass das der falsche Anleger ist? Und da mein Problem zu suchen ist? Für hier jetzt? Das wäre der richtige Anleger. Hölzerne Anleger 500. Halte können auf einer geraden Ebene geeignete Wege gebaut werden. Verstehe ich jetzt nicht. Wo soll denn der jetzt hin? Hölzerne Anleger. Hier muss der doch hingehen, oder? Und definitiv ist hier, da ist ein Mannequin und da ist Fracht und deswegen laden die nicht. So sieht's aus. Ne, das ist wie, keine Ahnung, was das für ein Symbol da oben rechts ist, aber da liegt unser Problem. Aber wie soll das gehen? Das. Das, so und dann den Anleger dahin. Aber wir haben noch funktionstüchtige Anleger gehabt. Nee, der war es auch nicht. Lass uns mal gucken da oben. Hier sind doch welche am Fahren gewesen, oder? Da haben wir das auch so komisch. Seht ihr das? Ja. So, das bedeutet, wir müssen hier nochmal hin. Wo ist er jetzt? Hier unten? Ja. Wie kriegen wir den Anleger jetzt hier hin?
Da ist vielleicht, weil belegt ist, aber hier haben wir den ja hingebaut, da drüben. Lass uns mal den zweiten Weg machen, diesen nämlich. Ne, den wollte ich. Wie kann man diesen Anleger bauen? Da oben hat es irgendwie funktioniert, aber hier jetzt gerade nicht. Hafenanlage und Kanäle. Hölzerner Anleger. Halte können nur auf gerader Ebene geeignet. Ja, Wasserstand um 1 erhöhen, Wasserstand um 1 erniedrigen. Das Becken kann nicht gefüllt bzw. geleert werden. Nee, das kann es auch nicht sein. Land anheben. So wäre das jetzt. Geht der jetzt dann dahin? Nein, auch nicht. Dann Land absenken. Wasserstand erhöhen. Geht nicht. Irgendwas ist faul jetzt hier. Jetzt halbe Höhe haben wir ja auch noch hier, ne? Geht das nur mit einer halben Höhe? Nee. Geht das nur mit einer ganzen Höhe? Nee. Auch nicht. Das ist auch nicht das Problem. Wo liegt hier jetzt das Problem, ne? Oh, das war falsch. Mal erst so wegmachen. Kann ich jetzt da einen Anleger hinbauen? Nö. Also ich komme gerade nicht hinter, wie ich das hier basteln kann, dass das funktioniert. Ich kriege diese Anlegestelle nicht hin. Kriege ich die da eingebaut? Kriege ich die da eingebaut? Nein. Kriege ich die da eingebaut? Ja. Kriege ich dann das geswitcht? Hat er das jetzt gemacht? Nee, ne? Machen wir gerade die Dingens weg. Also es ist jetzt gerade fürchterlich kompliziert hier, ne? So, ich reiß das weg und jetzt baue ich den Anleger dahin. Geht das? Nein. Halte können nur auf gerade und Ebene gemacht werden. Wenn ich jetzt den nehme, dann hätte ich jetzt gerade und eben, oder? Geht aber nicht. Geht da auch nicht. Hafenanleger. Kann da auch nichts wegreißen. Warte mal, das machen wir jetzt. Ich weiß, wie es geht. So haben wir es da oben wahrscheinlich auch gemacht. Das war der einzigste Weg, den wir geschafft haben, dass das klappt. Schätze ich mal. Wir haben hier den Kanal gebaut. Nee, haben wir nicht. War nur eine Idee, ne? Weil dann hätte ich gedacht, der Hafen geht da vielleicht hin, aber tut's auch nicht. Höchst kompliziert, oder? So. Wie kriege ich das jetzt flach? So. Ah, da geht ja nur eine Ecke und das ist falsch. Dieses wäre jetzt richtig dafür. Dafür haben wir dann jetzt Wasser da. Aber ich wollte ja da eigentlich kein Wasser haben, wenn... Was, wann kann ich dieses Teil bauen? Das ist die Frage. So geht's. Und jetzt geht der Hafen da dran. Nein, geht er nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer dann, wie man das hier bauen kann. Der Holzanleger will hier einfach nicht hin. Der Holzanleger will da nicht hin.
glaube, ich habe damals auch schon dieses Problem gehabt, oder? Maritim ist jetzt da. Geht auch nicht. Wofür ist dieses Symbol? Also das ist Kanal, ist klar. Geht der Holzanleger dahin? Wahrscheinlich, ne? Jo, da ist er jetzt. Zitterwald funktioniert so. Das ist definitiv ein Kanalhafen dann wohl. Das ist unser Problem schon mal. Das haben wir jetzt geklärt. Das heißt, wir können den jetzt erstmal wieder wegreißen, weil den brauchen wir ja nicht. Das auch nicht. Das heißt, wir machen jetzt den Kanal dahin. Das senken wir jetzt mal ab. Geht nicht so, geht nur so und dann ist Wasser da, oder? Ja, das ist doof. Das ist doof. Das bedeutet, wir machen das so. Dann machen wir das so. Mach das ruhig so. Machen jetzt einen Kanal hier rauf. Und machen da oben jetzt das hin. Reicht das? Und dann steigen die da ein. Nee, wohl nicht. Aber wieso ging das da oben und hier nicht? Wieso ging das da oben? Was haben wir da anders gemacht wie hier? Wo ist er jetzt? Da. Doch, das ist auch ein Kanal da reingebaut. Kann das sein? Oder auch nicht? Schwierig, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Wie müssen wir das da bauen, dass das da klappt? Vor allem, das gehört ja jetzt zu dem Bahnhof dazu, ne? Wenn ich das jetzt absenke, in dieser Form absenke, habe ich gleich Wasser da. Wenn ich das aufstocke. Warte mal, lass mal so machen. Und jetzt da absenken. Dann habe ich da Wasser da. Der Hafen geht da nicht hin. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das baut. Das ist das Urgestein sozusagen. Ja, das ist schwierig. Sehr schwierig. Die werden ja auch noch weiter warten, die 66 Passagiere. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktionieren soll. Vielleicht habt ihr eine Idee, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich bin gerade überfragt, wie ich das bauen soll. Nein, weil ich könnte jetzt einen Kanal bauen, das wäre ja nicht das Problem, ne? Ich glaube, von da nach da, dann geht der Kanal dahin. Aber jetzt kann ich es nie absenken, oder? Na doch, kann ich. Oh, der Kanal ist noch da. Der Kanal ist noch da. Habe ich so getrickst? Nein, habe ich nicht. Das wäre noch der Weg gewesen, ne? Ja, Kanalhafen. Leider kein anderer Hafen. Wie ich das da oben gezaubert habe, weiß ich auch nicht. Eigentlich hätte es jetzt hier klappen können, ne? Jetzt ist die Urform wiederhergestellt. Kriege ich das denn hin, dass ich hier eine Fläche habe, die... Warte mal, wir machen das tiefer. Und dann hier. Geht das? Ja, geht. Und dann haben wir dann den Kanal da reingebaut. Wahrscheinlich, oder? Und jetzt den Hafen gebaut.
Wahrscheinlich sieht das da oben so aus. So wird es sein. Okay, und das bedeutet, wir brauchen jetzt ein Schiff, den Fahrplan und jetzt brauchen wir hier den Fahrplan und jetzt müssen wir den Halt, der hier ist, da können wir auch hinzufügen machen, glaube ich, erstmal ist egal, oder? Stopp den dahin und den können wir wegreißen. Und jetzt, die 100% könnte man da jetzt erstmal wieder rausnehmen. Stoppen wir. Der fährt jetzt woanders lang. Muss aber, soll aber dahin, ne, oder? Warte mal, nee. Der fährt jetzt woanders hin, da soll er nicht. Der soll jetzt hier mal hinfahren. Gut. Und der hat noch nicht den neuen Plan, oder was? Ist das jetzt ein neuer Plan? Lassen wir mal fahren. Wo ist jetzt der andere? Da. Also den müssen wir auf Fracht gehen, damit er wieder kommt. Jetzt ist die Frage, wo der hinfährt. So ist das Original. Und er fährt jetzt dahin und ich will hoffen, dass er jetzt lädt. Müsste eigentlich. Macht er aber nicht. Doch noch was falsch. Doch noch was falsch, aber nicht das. Also der Hafen ist es jetzt nicht. Der Hafen ist es jetzt nicht. Wir können ja den hier nochmal wegbasteln, ne? Oder? Den reißen wir jetzt erstmal weg hier. Den will ich da jetzt nicht mehr haben. Dieses Schifflein hat jetzt noch einen Halt mehr. Freier Wegpunkt ist das jetzt. Das ist jetzt gar kein Hafen da, oder was? Wo ist denn jetzt der freie Wegpunkt? Ach so, dann mach den mal weg. Wo fährst du jetzt lang? Jetzt hat er eine eigene Linie? Nee, hat er nicht. Aber wir müssen schnell die Linie angucken. Da ist irgendwas falsch dran, oder? Nee, passt. Oh, oh. Geld ist weg. Das ist nicht gut. Wo fährt er jetzt hin? Da. Nimmt er jetzt Leute mit? Ich glaube nicht. Nimmt er jetzt Leute mit? Das ist die Frage. Nein, er nimmt keine Leute mit. Irgendwie ist da was komisch. Er nimmt keine mit, weil er sie hier nicht aussteigen lassen kann. Kann das sein? Obwohl die Lagerkapazität ist. Das bedeutet, wir müssen das hier auch nochmal machen. Das ist der Grund, warum sie nicht aussteigen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? So, wie haben wir das da drüben gebastelt? Weiß keiner mehr, ne? Ich glaube, wir haben das abgesenkt. So haben wir das abgesenkt. Ah, ist das schon unten? Zu wenig Geld, alles klar. Jetzt wird's schwierig. Liste. Fahrzeuge. Nee, falsch. Listenverwaltung. Ach doch, da ist die Listenverwaltung. Fahrzeugliste, was ist das hier? Einstellung Landschaft. Okay, Fahrzeugliste. Das hat der Nils auch geschrieben. Anfang des Monats hast du richtig viel Schotter empfehlen, weil da die Instandhaltungskosten und sowas da drauf kommen. Vielleicht hat es damit zu tun. Ich will hoffen, dass sich das Anfang des Monats jetzt hier nur so ergeben hat und dass es jetzt besser wird in 06. Vielleicht gehen wir auch pleite, weiß ich nicht.
Aber wenn das so ist, dann müssten wir jetzt erstmal schneller laufen lassen, damit der Monat vorankommt. 840. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Zeichnung will den Nebel mal gewinnen sehen. Der fährt jetzt hier Gewinn ein, oder? Ne, der hat miese. Minus, 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 minus. Warte, da müssen wir die andere Richtung sortieren. Okay, Minus haben sie jetzt alle. Selbst dieses Schiff. Ich kann jetzt aber leider nichts bauen. Das heißt, eigentlich dürften die nicht fahren. Das wird jetzt kompliziert, ne? Die Schiffe werden alle Minus einfahren, das ist klar. Der erste, der jetzt hier kein großes Minus hat, ist er hier. Aber das wird wahrscheinlich noch genauso sein. So, 316, der fährt auch mit 0 Leuten durch die Gegend. Warum fährt er mit 0 Leuten durch die Gegend? Hamburg und Weiterstadt geht hier die Reise hin. Und wo fährt er hin? Näpfen. Näpfen, ja. Gibt es denn irgendwann dann auch mal Plus? Das ist die Frage. 165, dieses Schiff ist noch das, was am günstigsten fährt. Das ist ganz schlecht. Immer noch das Schiff. Und es sind immer noch die Schiffe, die den wenigsten Miese einfahren. Und wir haben schon den 24. Stoppen wir mal langsamer gerade. Weil jetzt kommt hier ein Zug das erste Mal ins Plus. Und wir haben den 29. November. Das würde bedeuten, es gibt kein einziges Fahrzeug, was hier ein Plus macht. Also doch eins, dieser Zug. Aber der wird uns nicht retten. Das heißt, diese Version 06, würde ich jetzt mal sagen, kannst du hier gar nicht auf einer Karte spielen, die ich schon hatte, weil du ja jetzt im Auge haben musst, was du bezahlen musst. Das sieht nicht so gut aus, Nils, was ihr da gebastelt habt. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Wir haben jetzt den 30. November, 8 Uhr, und wir werden um 24 Uhr pleite sein, würde ich jetzt sagen. Oder wir können so viel mehr Minus machen. Glaube ich aber nicht. Ich denke mal, das Spiel ist gleich hiermit vorbei. Das bedeutet, nicht so gut. Das heißt, die 06er brauche ich gar nicht nehmen mit dieser Karte. Vielleicht, wenn man sie neu anfängt, könnte das funktionieren. Aber nicht so auf diesem Weg. Da, Schluss. Siehst du, hat's geklappt, du bist bankrott. Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn ich, ja, leider, ne? Weiß ich da schon mal Bescheid, Jungs, Leute. Auch Mädels, wenn welche da sind, weiß ich nicht. Müsste da mal reinschreiben, ob auch Mädels zugucken. Bin mir da nicht so sicher bei YouTube. Okay, alles, was wir gewurschtelt haben, hat gerade nichts gebracht. Das mit den Schiffen haben wir rausgefunden, wie wir es machen müssen, dass das funktioniert, dass die da wieder laden. Die 06er brauche ich nicht nehmen, weil die Umstellung auf diese Betriebskosten für mich jetzt hier nicht in Frage kommt. Könnte höchstens sein, dass das vielleicht funktioniert, indem ich frisch anfange. Allerdings muss ich wahrscheinlich Industrien haben, die richtig Geld abwerfen, weil Personennahverkehr, glaube ich, bringt nicht so viel. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir weitermachen. Entweder wir switchen zur alten Version zurück, nehmen in Kauf, dass da nicht immer die richtigen Leute geladen werden. Beziehungsweise ich kann das dann ausprobieren, dass das damit geht vielleicht, weiß ich nicht. Und anderer Weg ist, wir fangen nochmal komplett neu an und gucken, ob wir die 06er-Version so schaffen. Das müsstet ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben, das wäre ganz cool. Ich überlege mir da was und so, aber würde gerne auf eure Kommentare reagieren. Dann würde ich sagen, macht's erstmal gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt Kommentare und teilt das Video auf anderen Kanälen und wir müssen gucken, wie wir weiterkommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.